Hallöchen, ich bin's wieder, Carsten, und auch im heutigen Video soll es wieder, ihr ahnt es schon, um Orchideen gehen. Heute habe ich ein ganz, ja, kleines, aber feines Orchideenpflänzchen dabei, und zwar soll es im heutigen Video um Oncidium graminifolium gehen. Hier haben wir den Kandidaten auch schon. Ups, ist ja gerade durch die Kamera ge... Also wie ihr seht, sehr langer Blütenstand, es ist nicht so leicht, in die Kamera zu halten. Kann man das sehen? Also der Blütenstand war 1 Meter länger. Ich habe hier noch ein Pflänzchen stehen. Das kann ich jetzt mal ranholen, dass ihr die Blüte mal seht. So, jetzt hat er scharf gezogen. Schön. Das hier ist also Oncidium graminifolium. Jetzt kommt gerade von hinten das Licht so schön rein, dann kann man hier schön die Maserung erkennen. Ist ein bisschen dunkler, wie man das sehen kann, wenn da kein Licht reinfällt, ja. Oncidium graminifolium, der Name kommt aus dem Griechischen. Oncidium wird abgeleitet von dem griechischen Wort onkos, was so viel heißt wie Höcker oder Schwiele. Und zwar haben, ist ganz typisch für Oncidium-Orchideen, die haben auf der Lippe so einen Höcker. Kann man das hier sehen hier? Ja, hier kann man das sehen. Ich versuche mal noch näher ranzugehen. Dieser Höcker, hier kann man es gut sehen. Dieser Höcker ist ganz typisch für alle Oncidien. Meines Wissens haben auch alle Oncidien mehr oder weniger so einen Höcker. Manchmal ist es auch ein Wulst. Hier ist es natürlich richtig, ja, er kommt hier richtig raus, wie so ein Stiez. Und das haben aber alle Orchideen, also alle Oncidien mehr oder weniger. Und der Artname graminifolium, der leitet sich für meine Begriffe von den Blättern ab. Die sind nämlich sehr, ja, dünn und grasartig. Nämlich der alte botanische Name für die Grasgewächse, für die Gräser, war nämlich Gramineae. Und daher Graminifolium, also Gramini bezieht sich auf Gramineae, quasi auf die Grasgewächse, und Folium das Blatt. Also grasähnliches Blatt. So kann man diesen Namen hier übersetzen. Ich hole jetzt noch mal kurz die Blüte ran und zeige euch noch ein bisschen was zu dieser tollen Blütenstruktur. Also wie gesagt, die Sepalen und Pedalen, also das hier sind die Sepalen hier oben, hier unten links und unten rechts. Das sind die sogenannten Sepalen, und die Pedalen haben wir hier nochmal, links und rechts, und die Lippe. Die Lippe ist auch eine Petale, aber ist sehr stark umgewandelt, und man bezeichnet diesen Teil der Orchideenblüte eigentlich als Lippe oder Labellum. In dem Fall kann man das schon sehen, sowohl die Sepalen als auch die Petalen sind, ja, kann man nicht jetzt überschreiten, ob sie braun gefärbt sind oder gelb gefärbt sind. Also, aber ich würde mal sagen, die sind eher gelblich und braun gefleckt. Das ist teilweise sogar ein bisschen getigert, kann man hier erkennen. Und das Labellum ist richtig schön zitronengelb. Also sehr schön. Ich habe die Blüte mal gemessen. Von links nach rechts, also im Durchmesser, hat sie 3 cm. Und von oben nach unten etwa 4 cm. Ja? Also sehr kleine Pflanze. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Blüten offen, also hier ist gerade die fünfte, die aufgeht, haben aber noch 1, 2, 3, 4, 4, 5 Blüten im Petto, also da kommt noch was nach, wobei bei dieser Art eigentlich immer bloß 4 bis 5 Maximum auf sind, also die gehen nicht alle auf einmal auf. Es gibt nämlich viele Oncidium-Arten, die machen das, da entwickelt sich der ganze Blütenstand über mehrere Monate, und dann gehen die Blüten im Prinzip innerhalb von 2 Tagen alle gleichzeitig simultan auf. Diese Blüte hier ist schon, also der Blütenstand, der ist schon relativ lang an der Pflanze dann. Die hat auch relativ lange gebraucht, diesen Blütenstand auszubilden. Ich meine, das hat 1-2 Monate gedauert, bis der Blütenstand auf 1 Meter herangewachsen war. Und die Blüten sind jetzt auf seit gut 2-3 Wochen schon. Also sehr langlebige Blüten. Generell, es gibt viele Orchideen, also Oncidium-Arten, die sehr langlebige Blüten haben. Und das kann mehrere Wochen bis zu wenigen Monaten die Blütendauer erreichen. Also wie gesagt, die sind jetzt schon knapp einen Monat auf,
Und so wie die Blüten ausschauen, die sind noch nicht wirklich, ja, die schauen noch frisch aus. Also ich sehe noch nicht, dass die schon angegilbt sind. Also ich glaube, da kann ich noch ein paar Wochen rausholen. Was kann ich jetzt noch sagen zu der Blüte? Im Großen und Ganzen eine sehr, ja, kleine und delikate Blüte. Aber wie gesagt, der Blütenstand ist sehr lang. Da müsst ihr aufpassen, das Ding hängt mir immer im Weg rum. Ja? Also ich muss aufpassen, dass ich gegen die Blüte nicht drankomme und dann eventuell die Blüten abbreche. Ja? Ihr könnt ja auch sehen, die sind sehr jung, der geht gleich rum. Ne? Ich habe auch vor, diese Blüte zu bestäuben, weil ich finde ich find die wirklich richtig toll, diese zitronengelbe Lippe. Und ich habe da hinten ein Oncidium Cebolletta blühen. Und ich denke, ich werde diese beiden Arten miteinander kreuzen. Das Video über Oncidium Cebolletta wird definitiv die nächsten Tage folgen. Da freue ich mich auch schon drauf, über diese Pflanze ein Video zu machen. Es ist, hat ganz, ja, ganz krasse Bulben, hat die so richtig sukkulent, so kleine Murmelbulben und dann ein riesengroßes zylindrisches Blatt. Also ihr könnt euch freuen aufs nächste Video. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich das Video von Oncidium Cebolletta machen. Hier nochmal eine schöne Nahaufnahme von diesem Oncidium graminifolium. Nun zur Herkunft. Oncidium graminifolium kommt aus Südmexiko, ja, Zentralamerika und reicht rein bis ins nördliche Südamerika, ja, also Kolumbien, Venezuela, Ecuador, vielleicht auch ein bisschen noch in Nordperu. In der Regel haben Oncidien sehr weite Verbreitungsgebiete. Und das ist auch so bei Oncidium graminifolium. Das ist ein Oncidium, was eher, naja, es ist also ja, halbterrestrisch. Terrestrisch würde ich nicht sagen, halbterrestrisch wächst diese Pflanze. Ich habe sie in der Natur selber noch nicht gesehen. Sie soll in trockenen, ja, Pinienwäldern wachsen. Und zwar, wie gesagt, halbterrestrisch soll so heißen. Nicht in der Erde, aber auch nicht auf den Bäumen, nicht auf Steinen. Das sind meistens so an Felswänden, kann man ja oftmals sehen, das sind dann so Moospolster an den Felswänden oder es sind dann so, ja, das sind dann so Häufchen mit organischer Masse aus zersetzten Laub oder ja, anderen organischen Stoffen, Moderholz etc. mit vielleicht ein bisschen Erde durchmischt und noch anderen Substanzen. Aber wie gesagt, organisch, also sauer, jetzt keine mineralische Erde, also jetzt Erdboden. Und da wachsen die ganz gern. Ich kann dem auch zustimmen, also ich bin mir sicher, dass diese Pflanze nicht direkt auf Borg oder auf Stein wächst. Ich habe die mal ausgetopft, also wo ich die Pflanze gekriegt habe und dann neu gepflanzt. Und die haben sehr feine filigrane Wurzeln, also jetzt, das sind keine Wurzeln, die, ja, ich sage jetzt mal so, das aushalten, dass sie frei liegen, ja, wie zum Beispiel bei so dicken, fleischigen Cattleya-Wurzeln, das ist nicht so. Es sind ganz feine, dünne Wurzeln, die haben vielleicht etwa 1 bis 2 mm Durchmesser und sind sehr filigran und brechen auch sehr leicht, ist mir aufgefallen, ja. So, hier kommt sie wieder an. Ist also eine Pflanze, die ich, so, will nicht scharf ziehen. Möchte nicht. Ist eine Pflanze, die ich auch dementsprechend viel feuchter halte. Also ich werde sie auf keinen Fall aufbinden. Ich habe sie deswegen im Topf. Ich kann euch mal jetzt hier das Substrat mal zeigen, wie das ausschaut. Also eher ein feines Substrat, was die Feuchtigkeit gut hält. Bei meiner anderen Pflanze habe ich auch schon einen Neutrieb. Hier könnt ihr das sehen. Also relativ feines Orchideensubstrat und hier ist auch schon der Neutrieb. Der hat sich schon gebildet, während, da ich habe ja schon erzählt, die Blüte blüht, ist schon relativ lange auf. Also ich glaube, der Blütenstand hat sich vor 3 Monaten angefangen zu bilden und seit einfach knapp einem Monat ist auch schon eine Blüte dran. Und dementsprechend hat sich hier die Pflanze gesagt, so, es geht mir alles zu langsam, ich mache schon mal hier die Bulbe für die Pseudobulbe für das diesjährige Wachstums. Also Vegetationsperiode, Wachstumsjahr. Und die andere hat das noch nicht gemacht, aber ich denke mal, die wird dementsprechend auch nachziehen. Ich halte diese Pflanze, wie gesagt, viel feuchter als meine aufgebundenen Oncidien zum Beispiel. Ich gieße sie etwa zwei, dreimal die Woche. Also zweimal die Woche ungefähr ist ein guter Wert. Das reicht auch aus bei so einem feinen Substrat. Ich kann es nochmal ranholen, das Substrat.
das hält ganz gut die Feuchtigkeit. Nach etwa, naja, nach etwa 4 bis 5 Tagen wäre das Substrat knochentrocken. Ja, also zweimal die Woche hat sich ganz gut bei mir bewährt. Ich habe sie allerdings jetzt in den letzten paar Monaten eher trockener gehalten, da der Trieb etwa im Herbst abgeschlossen war. Also hier die Bulbe. Wie ihr seht, diese Bulbe ist viel kleiner und gedrungener, weil ich sie viel sonniger gehalten habe. Das sind die alten Bulben. Und nach der kurzen Trockenphase hat die Pflanze dann quasi das Blühen angefangen. Und jetzt fange ich auch an, wieder stärker zu gießen, weil das muss ich auch, weil sonst würde dieser Neutrieb hier verkümmern. Düngung, nichts Besonderes, ganz normale Epiphyten-Orchideen-Düngung. Ja. Man kann ja auch ein bisschen das Substrat, da das Substrat feiner ist und das so Düngekörner, ja, so Blaukorn zum Beispiel, also diese Granulat, dass es da nicht so durchrasselt, also durchrieselt, wenn man sieht, dass der neue Bulbe kommt, kann man da ein paar Blaukornkörner reinmachen. Die halten in der Regel, je nachdem wie feucht und warm es bei euch ist, halten die dann etwa 4 Wochen und geben gleichmäßig Dünger ab. Das geht natürlich bei sehr groben Substraten nicht, aber bei solchen eher feinen Substraten, Entschuldigung, geht das ganz gut. Dementsprechend in der Wachstumszeit achte ich darauf, dass die Pflanzen ausreichend Dünger kriegen. Das mache ich bei allen meinen Orchideen, ja, weil das ist Regel Nummer 1. Ihr müsst, wenn die Bulbe im Trieb ist, müsst ihr sie gut versorgen mit Wasser und mit Dünger, weil ihr wollt möglichst eine dicke, fette Bulbe. Weil dicke, fette Pseudobulben garantieren euch eine große und eine sehr reichhaltige Blüte im nächsten Jahr. Ja? Also es ist ganz wichtig, wenn die Pflanze treibt, dann müsst ihr ihr auch geben, was sie braucht. Und wenn die Pflanze dann ihre Bulbe ausgereift hat, das ist bei fast allen Orchideen so, dann haben sie ganz oft eine leichte Ruhezeit. Es gibt da auch 1000 Ausnahmen, ich weiß das. Manche blühen auch gleichzeitig zur Bulbenreifung, manche blühen am Anfang der Bulbenreifung, manche blühen während die Bulben reifen und manche Orchideen blühen erst, nachdem die Bulbe komplett ausgereift ist, also gleich im Anschluss. Und wieder andere wollen erst die Bulbe ausreifen lassen und dann wollen sie 2-3 Monate eine Trockenphase, eine Kühlphase haben und dann blühen sie erst. Also da gibt es natürlich 1000 Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen fährt man nicht verkehrt, wenn man nach der Devise geht, wenn die Bulbe kommt, also wenn die Bulbe sich formt, ordentlich gießen und düngen und dann, wenn die Bulbe entwickelt ist und ausgereift ist, dass man die Pflanzen dann ein bisschen ruhen lässt. Ja? Auch oftmals ist es so, wenn die Pflanzen geblüht haben, dass man sie auch ein bisschen ruhen lässt. Ja? Aber das kommt mit der Zeit und der Beobachtung. Man muss die Pflanzen immer beobachten, beobachten, beobachten. Das ist das A und O bei der Orchideenpflege. Zu den Temperaturen kann man eigentlich sagen, klar, es ist eine Pflanze, die aus den tropischen Gebieten kommt, aber sie wächst zwischen 1000 und 2500 Metern. Dementsprechend kann man sagen, es ist eine temperiert wachsende, also in eine intermediäre Orchidee. Dementsprechend werden Tagestemperaturen in der Wachstumszeit von 25 bis 28 Grad kann man ansehen als ideal. Und bei solchen Höhenlagen ist immer anzuraten, sowohl im Winter als auch im Sommer mögen solche Pflanzen, also Gebirgspflanzen, immer eine satte Nachtabkühlung, so um die 5 bis 10 Grad. 10 Grad wäre noch besser. Dementsprechend, das kann ruhig auf 15 Grad runtergehen. Also 20 Grad Nachttemperatur wäre schon zu warm für so eine Intermediäre. Des Weiteren kann man eigentlich sagen, dass solche Pflanzen, wenn die eingewurzelt sind, generell, wenn Orchideen robust sind, eingewurzelt sind, also etabliert sind, dann kann man da auch mal einen Ausreißer haben bei der Temperatur, ja mal einen heißen Tag und dann ist es halt mal über 30 Grad oder 35 Grad, das ist gar kein Problem, wenn sie nicht in der Prallsonne stehen und dann vielleicht verbrennen. Oder auch mal einen kleinen Ausreißer Richtung nach unten, dass es mal richtig kalt wird, 10 Grad oder so, das halten die aus. Das ist in ihren Heimatgebieten auch der Fall. Da gibt es auch mal Kühlwetterperioden und auch mal Hitzewellen. Und da ja die meisten Orchideen, tropischen Orchideen, eher aus den Bergregionen kommen, die sind das auch gewohnt, dass das Wetter auch mal ein bisschen launisch ist, dass es auch mal ganz schnell heiß werden kann, dann auch mal ganz schnell richtig kalt. Ja? Das ist generell so bei Bergklima, das ist halt eher nach dem Motto April, April, macht was er will. Und bei Bergen ist das auch so, ja? Nicht nur der Monat April ist launisch, auch das Klima in Bergregionen kann sehr launisch sein. Also es gibt Standorte,
in Peru, Ecuador zum Beispiel, auf 3000 Metern Höhe, da sagt man, da kannst du an einem Tag alle vier Jahreszeit haben. Ja? Es kann schneien, es kann bulle heiß sein, also es kann morgens kann es schneien, danach kann es regnen, dann kann man frühlingshafte Temperaturen haben, danach kann es bulle heiß werden, 30 Grad, und dann kann es auch wieder bitterkalt werden. Das kann alles an einem Tag passieren. Ja? Also, wie gesagt, aber das ist dann auch Höhenlagen von 3000 Metern aufwärts. Ja? Aber das sind ja hier Höhenlagen, wo dieses Oncidium vorkommt, eher gemäßigt, habe ich ja schon gesagt, etwa 1000 bis 2500 Metern. Und da kann man eigentlich sagen, dass die ein sehr gleichmäßiges, temperiertes Klima haben. Ich hole jetzt nochmal, oh, die hängt da jetzt hinter mir rum, die andere nochmal rein. Es wird schon leicht dunkel, ich hoffe, das Licht reicht noch aus, um die Blüte nochmal einzufangen. Luftfeuchtigkeit kann man sagen, normale Orchideenluftfeuchtigkeit. Also diese Pflanzen sind happy bei ja, 60 bis 80%. Ich habe ja schon gesagt, die wachsen in ihrer Heimat in eher trockenen subtropischen Pinienwäldern, ja, also temporär trocken, ja, also das heißt, in solchen tropischen Zonen hat man eigentlich immer eine sehr stark ausgeprägte Trockenzeit. Die ist meistens im europäischen Winter, und eine sehr stark ausgeprägte Regenzeit, die fällt in unseren europäischen Sommer hinein. Ja. Also die Regenzeit charakterisiert sich oftmals dadurch auch, dass sie nochmal so eine kleine Mini-Trockenzeit hat. So. Das ist dann so einen Monat lang in der Mitte dieser Regenzeit ein bisschen trockener. Aber in der Trockenzeit kann man sagen, dass es da wirklich 5, 6 Monate nicht regnet. Allerdings durch die Höhenlagen, das ist quasi was die Morgentaubildung durch die Höhenlagen, ja, durch die nächtliche Temperaturabsenkung hat man in diesen Regionen eigentlich immer Morgentau. Und das ist eigentlich, was diese Orchideen überleben lässt. Ja? Also die hangeln sich quasi durch diese 5 Monate Trockenperiode mit diesem Morgentau, ja. Und das ist quasi das Geheimnis von epiphytischen Orchideen. Es gibt natürlich auch epiphytische Orchideen, die wachsen in sehr, sehr feuchten Gegenden, wo es ja keine wirkliche Trockenzeit gibt. Zum Beispiel die ganze Karibik-Region, jetzt Zentralamerikas, da regnet es eigentlich fast jeden Monat, ja. Es ist natürlich in der Trockenzeit, also in unseren Wintermonaten, kann es schon mal sein, dass der Regen ein bisschen sparsamer daherkommt, aber in der Regel regnet es da das ganze Jahr über. Auch in vielen, ja, südostasiatischen Regionen, da ist auch keine so stark ausgeprägte Trockenzeit. Also man denke mal an die ganzen Inselstaaten Malaysia und Indonesien, Papua-Neuguinea, Philippinen, also das ist um einiges feuchter. Also man kann das nie genau sagen, ob die Pflanzen jetzt eine strikte Trockenzeit brauchen oder nicht. Also ich gieße hier auch in der Trockenzeit, definitiv, weil ich ja hier unter Kulturbedingungen, also ich werde die Pflanzen nicht so leiden lassen wie in der Natur, ja, weil ich will ja eine schöne, kräftige Pflanze, weil in der Trockenzeit, da schauen die Orchideen, wenn man mal hinguckt an die Naturstandorte, die sind dann teilweise sehr stark eingetrocknet und die müssen schon einiges wegstecken, ja, und am Ende der Trockenzeit, da schauen die teilweise sehr traurig aus, ja, aber sie überleben. Die sind dafür ausgelegt, dass die Pflanzen überleben, ja, deswegen haben sie ja auch diese Speicherorgane, die sogenannten Pseudobulben, ja, das sind nichts anderes als Speicherorgane. Wenn ich so eine Bulbe jetzt durchschneiden würde, das wäre aber wie bei einer Sukkulente, wie bei einem Kaktus. Das ist eigentlich wasserspeicherndes Zellgewebe. Ups, jetzt hängt sie im Gesicht. Kleines Aas, du. So. Und das sind Speicherorgane, um die lange Trockenzeit zu überleben. Wobei, ohne den Morgentau würden diese Pflanzen das nicht überleben. Also in der Wüste würden sie das nicht überleben. Der Morgentau ist quasi so das Elixier, die magische Zutat, die epiphytische Orchideen gedeihen lässt. Ja? Deswegen ist es auch immer angenehm, wenn ihr die Pflanzen übersprüht. Generell Orchideen, die mögen das, wenn die mal hier und da übersprüht werden. Besser ist natürlich, wenn die morgens und abends übersprüht werden. Tagsüber ist das nicht so anzuraten, wenn es dann warm ist und die Pflanzen vielleicht sehr aufgeheizt sind, das Blattwerk sehr aufgeheizt ist, und dann, wenn ihr da mit dem kalten Sprühnebel rübergeht, das ist schon ein bisschen
unangenehm. Es ist wie wenn ihr jetzt eine kalte, wenn ihr aus der Sonne kommt und dann in eine kalte Dusche rein müsst, das mögen die Pflanzen auch nicht. Und es ist aber zu sagen, im Sommer, wenn es warm ist, solltet ihr eher abends sprühen, weil damit die Pflanzen länger was von der Feuchtigkeit haben, ja, quasi, dass es nicht so schnell abtrocknet. Und in den Wintermonaten, wenn ihr da sprühen wollt, wenn ihr mal einen heißen oder warmen Tag habt, im Gewächshaus vielleicht oder auf der sonnigen Fensterbank, dann ist es eher anzuraten, morgens zu sprühen, dass die Pflanzen dann über den Tag auch wieder abtrocknen können, dass sie dann trocken in die Nacht reingehen. Ja? Das ist ganz wichtig, denn ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt im Laelia-Video, Laelia-Robestens-Video, dass es ganz wichtig ist, dass wenn es mal kühl ist im Winter bei euch, wenn ihr die Pflanzen in der Ruhezeit habt, was am schlimmsten ist für die Orchideen ist, wenn es so feucht kühl ist, das mögen die nicht. Also wenn ihr eine kühle Phase habt, dann halt die Pflanzen eher trockener. Ja? Und dann werden eure Orchideen es euch danken mit einem reichen Wachstum, einer hoffentlich reichen Blüte. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Ich halte nochmal mein Oncidium Graminifolium in die Kamera. Ich hoffe, die Kamera spielt mit. Ja, wunderschön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis die Tage, euer Carsten. Ciao.